Glaub mir, es wird kinderleicht sein, das Rennen zu gewinnen. Ich muss einfach nur bis ganz nach oben fahren. Ja, du musst nur auf der Straße bleiben und den Fähnchen folgen. Und ja, nicht die Rennstrecke verlassen, egal was passiert. Und, Crusher, was machst du da? Guck doch mal, hier ist eine Abkürzung. Auf dem Weg komme ich noch viel schneller zum höchsten Punkt der Erde. Aber, Crusher, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Abkürzung eine Schummelei wäre. Pff, schummeln, pummeln. Für mich zählt nur, dass ich als Erster da oben bin und gewinne. Ich frag mich, was das Schild da heißt. Nehmt euch in Acht vor dem Knutschebär. Ha, so ein Schild sieht man auch nicht alle Tage. Aus dem Weg, Schneehaufen! Aus dem Weg, du Stein! Aus dem Weg, du schneeiges, schwerfälliges, zotteliges, was auch immer du bist! Ein Bär! Jetzt, du bist ein Knutschebär! Gleich ist es soweit, Piki. Ich fahre direkt hoch zur Spitze und gewinne dieses Rennen. Das nenne ich echten Sportsgeist, Crusher. Du fährst einfach weiter, immer auf der Rennstrecke und... Crusher? Wohin willst du denn? Guck mal, ich habe eine Abkürzung gefunden. Über die komme ich sogar noch schneller nach oben. Okay, klar. Aber ich glaube, du hast vergessen, dass Abkürzungen Betrug sind. Und du willst doch nicht... Oh, ein Spiegel. Toll, guck mal, Crusher. Ich kann in diesem Eis mein Spiegelbild sehen. Ja, du hast recht. Guck mal mich an. Ich sehe ja riesig aus. Ui, und ich sehe wie ein Wackelpudding aus. Und jetzt sehe ich aus wie ein Bär. Augenblick mal, das ist nicht mein Spiegelbild, das ist... Juhu, der Knutschebär! Gleich ist es soweit, Piki. Nur noch ein kleines Stückchen, dann bin ich am Ziel, am höchsten Punkt der Erde. Yep. Jetzt kann echt nichts mehr schief gehen. Jedenfalls nicht, solange du auf der Rennstrecke bleibst und dich fernhältst von einer... Abkürzung! Oh, Mann. Ab durch die Höhle und bis ganz nach oben auf den Berg. Dann bin ich der Sieger. Ich bin der Sieger. Der Sieger. Piki, bist du das? Lass das nicht noch, das kitzelt. Jetzt warte doch mal. Wenn du nicht Piki bist, bist du dann etwa der Knutschebär. Oh nein. Ich bin schon so nah an der Ziellinie, ich kann sie schon fast schmecken. Schmecken? Was? Eine Ziellinie? Hä? Hab ich noch nie probiert. Warte doch mal, Piki. Hast du das auch gehört? Ja, und von irgendwoher kenne ich die Melodie. Oh nein, das kann nicht sein. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Völlig unmöglich. Weißt du, irgendwie klingt sie nach... Blaze! Und alle seine Freunde, die du weggepustet hast. Was? Ich sag's ja nur. Sie dürfen nicht vor mir am höchsten Punkt der Erde sein. Ich muss eine Abkürzung nehmen. Ich glaube, ich bleib doch lieber auf der Rennstrecke. Hey, Crusher! Ich glaube, das meinten sie nicht mit. Wir rollen einfach immer weiter. Das Schlimmste habe ich wohl überstanden. Oh nein. Ich lieb Halloween, wee, wee, wee. Kapier ich nicht.
Wieso stehen alle so auf Halloween? Crusher, Halloween ist doch das Beste! Man darf sich an dem Tag verkleiden, man darf ganz lange draußen bleiben und man kriegt Süßigkeiten! Warte, man kriegt Süßigkeiten? Na klar! Und zwar haufenweise! Guck doch mal, wie viele Süßigkeiten Blaze und seine Freunde schon gesammelt haben! Oh, Picky, ich will die Süßigkeiten haben und ich weiß auch, wie ich das anstelle. Indem du Süßes oder Saures spielst? Nein, ich spiel lieber Süßes oder klau es. Bin ich nicht toll, Picky? Ich hab den weltweit allerersten Halloween-Süßigkeiten-Mopser erfunden. Ja! Weiter so, Süßigkeiten-Mopser. Ich will noch mehr Süßigkeiten. Okay, Süßigkeiten, Mopser. Du kannst jetzt aufhören. Aufhören, Mopser! Stopp! Aufhören! Hey, Crusher, soll ich dir mal verraten, was ich an Halloween am allerliebsten mag? Ich verrat's dir, dass man sich verkleiden darf. Ist doch klar. Magst du das auch am meisten an Halloween? Nein, am allermeisten mag ich die Süßigkeiten. Schon bald gehören die Süßigkeiten von Blaze und seinen Freunden mir. Und wenn ich sie hab, dann mach ich. Stimmt's, Picky? Was ist das? Sieht aus wie ein großes, gruseliges Monster! Hey, Crusher! Wie gefällt dir eigentlich mein neues Kostüm? Ich bin ein Schmetterling! Picky, was wollen wir denn hier? Picky? Picky, wo steckst du? Na, hier drüben, Crusher. Ich möchte dir meinen neuen Freund vorstellen, Fluffy. Fluffy, wer soll das sein? Komm raus, Fluffy. Tyrannosaurus Rex! Ganz genau. Fluffy ist ein echt netter Tyrannosaurus Rex und außerdem sehr schlau. Guck mal, ich hab ihm Tricks beigebracht. Fluffy, mach ne Rolle. Gut. Fluffy, sprich. Igitt! Weißt du, was komisch ist? Das Einzige, was ich Fluffy überhaupt nicht beibringen kann, ist der Befehl, mach Sitz! Hast du es überhaupt schon mal ausprobiert? Fluffy, Sitz! Er hat's gemacht! Braver Fluffy! Ach, Crusher! Ich kann's kaum erwarten, dich und dein Schwein beim Rennen zu sehen! Slop ist bestimmt ein superschnelles Rennschwein. Hab ich recht? Ach, Picky, Slop ist doch kein Rennschwein. Nein, was viel Besseres. Er ist ein Schummelschwein. Ein Schummelschwein? Oink, oink. Sieh genau hin. Ich glaube, Slop fängt mit der Schummelei schon an. Oh, er holt die Luftballons. Ich bin gespannt, was er damit vorhat. Er bindet sie an dem Heustapel fest. Oh, und jetzt schwimmt Zippy von der Rennstrecke davon. Oh nein, Zippy! Zippy! So ein Rost. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss Zippy zurückholen. Keine Sorge, Starla. Wir helfen dir, Zippy zu retten. Und du wirst pünktlich zum Rennen zurück sein. Tja, dann nichts wie los. Leute, retten wir mal. Das war super schlau geschummelt, Slop. Zippy loszuwerden war echt eine geniale Idee. Oink, oink. Schlag ein! Git! Popcorn! Yum! Kommt, Leute, wir müssen uns hier anstellen. Uns anstellen? Slop und ich stellen uns doch nicht an. Macht ihr nicht?
Oink, oink. Aber wie wollt ihr denn dann Popcorn kriegen? Wir werden einfach schummeln. Stimmt, Slop? Oink. Okay, Slop, das ist der Plan. Ich zähle bis drei, dann nehmen wir die Angel und schnappen uns eine Tüte Popcorn. Bereit? Eins, zwei, drei, schummeln! Und jetzt schnapp ich mir das Popcorn. Das fühlt sich nach einem Rieseneimer Popcorn an. Oh, toll, da kommt